Mahlzeit, ihr Schlawutzkis. Knochen wieder hier. Jetzt wieder mit dem deutschen Schlachtschiff. Kaiserklasse oder die Kaiser. Aber Kaiserklasse, denn die hätten ja alle einzelne Namen. So wie Brandenburg, Schleswig-Holstein, Buxtehude und so weiter. Rang 4 bei den Deutschen. In Dienst gestellt 1912. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich fahr mal... Nee, ich lass die kurz vorfahren. In Dienst gestellt 1912. Wir haben 5 Zwillingstürme, 305 mm Geschützdurchmesser, 14,6 km Reichweite, 29 Flakgeschütze, jetzt erst gerade eben modifiziert, und 23 Knoten ist unsere Maximalgeschwindigkeit. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, was ich hier so machen kann. Ja. So, keiner weiß wohin. Das ist jedes Mal, wie oft lese ich jetzt mittlerweile, wohin? Sag's mir bitte, ich will mich nicht kaputt schießen lassen, Junge. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo ich hin will. Aber niemand sagt A, also ich fahr dann mal zu C. Ich muss sagen, bisher alle Gefechte, die ich bisher mit dem Schiff gemacht habe, dann hat es ja relativ schnell modifiziert. Waren ganz gut. Ich war Minimum Platz 5. Minimum Platz 5, die letzten, also einmal war ich 1, ansonsten immer komischerweise Dritter. Waren richtig geile Gefechte mit Ball, wo nur noch ein Schiff übrig war. Ich habe 3 versenkt, habe dann noch gecapped und da war nur noch der Flugzeugträger da und der schickt die ganze Zeit seine Torpedobomber auf mich und ich weich aus und was weiß ich nicht alles, wirklich, werd nicht getroffen. Ich habe ein Flugzeug abgeschossen. Jesus. Ja, vorher war die Flak ziemlich lächerlich. Die hat eigentlich fast gar nichts runtergeholt. Mittlerweile läuft's besser. Jetzt habe ich auch mehr Flakgeschütze. Vorher hatte ich auch eine Beschränkung da irgendwie, also von der Schussreichweite. Und jetzt, wo alles modifiziert ist, läuft's auf jeden Fall besser. Wir sind aber blöd dran. Will der zu mir? Ja, der will zu mir. Er will nicht zu mir. In Ordnung für mich. Das kann ich auch nicht die ganze Zeit. Ich muss mich hier konzentrieren. Er wollte doch zu mir. So, da ich einen Doppelbrand habe, lösche ich. Normalerweise, also einen Brand würde ich auslaufen lassen. Aber zwei Brände ist einfach blöd. Kriegt man so viel Schaden und ist dann halt schneller raus. Versuchen wir, ob ich das hinkriege hier. Gucken, ob das funktioniert. Könnte ja möglich sein. Ein einziger Treffer würde ja schon reichen. Upp, und ich werde beschossen. Ich würde mal sagen, es ist Zeit, sich hier zu verpieseln. Ja, wie man hört, ich habe auch ein bisschen bessere Laune heute. Ich war am Deich. Ja, hier gibt es einen Deich. Vielleicht knapp einen Kilometer entfernt. Ich wohne direkt an der Elbe. Habe ich da ein bisschen bräunen lassen. Ich könnte sagen, ich habe mich gebräunt. Aber ich selbst habe mich nicht gebräunt. Und ich habe mich bräunen lassen. Das war die liebe Sonne, das für mich erledigt hat. Saß auf einer Bank und hab da meinen isotonischen, gekühlten Sportdrink reingepfiffen, hab Musik gehört, hab aufs Wasser geschaut und Jesus Mutter Ficke. Und bin deshalb relativ entspannt. Gut, vielleicht habe ich auch schon mein drittes kühles Bierchen getrunken. Ich sag nicht, dass es so ist. Das könnte aber möglich sein. Es wird knifflig hier. Die letzte Runde war richtig geil, eigentlich, weil wir nur 2 Schiffe verloren haben und alle anderen gegnerischen Schiffe versenkt haben. Alle! Das war natürlich auch eine wirklich coole Runde. Okay, wir haben hier wieder die Zerstörer. Er sieht mich... Ja doch, er sieht mich. Wird aber beschossen. Es ist schwierig, einen Zerstörer zu killen, der bei voller Fahrt unterwegs ist. Das meistens kriege ich Ausfälle hin. Einfach nur durch die Wucht meiner Geschosse. Je mehr oder weniger unmittelbar direkt neben ihnen einschlagen soll. Das ist jetzt natürlich, hier ist nicht viel los. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Da bringt mir auch nicht viel darauf zu achten, ob er jetzt irgendwie langsamer fährt oder schneller. Jetzt könnte was sitzen. Doch nicht. Ich sag ja, es ist nicht so einfach, jemand so einen Zerstörer wegzusemmeln. Also ich finde, mit dem Schlachtschiff einen Zerstörer zu töten, zu killen,
ist relativ schwierig. Hinbekommen habe ich es natürlich schon. Er hat Probleme. Der Bruder und er ist weg. Das war nämlich sein Problem. Sein geringes Leben. Also ich habe es schon geschafft, aber meistens killt meine Sekundärartillerie oder meine Sekundärgeschütze, die killen eigentlich immer die. Yep, das ist schon wieder nichts gerissen. Was ist das? Die killen die meisten Schiffe. So, was ist los hier über mir? Ich sehe nicht durch. Aber ich bin immerhin zufrieden mit der Flak. Ich glaube, ich habe davor, obwohl ich, weiß nicht, ungefähr 75.000 Mal angegriffen wurde, nur zwei Flugzeuge runtergeschossen. Oder davor, dem Match davor. Ich habe jetzt schon vor einem Match davor habe ich die Modifikation geholt. Und zwar den B-Rum. Man hat doch wieder schön knallt. Man hat noch ein Mittelgeschütz, aber das muss man dementsprechend auch einpendeln hier, so ungefähr hier. Ich habe nur einen versifften Treffer, das ist gar nichts. Okay. Ja, das dachte ich mir. Nimm ich doch mal ein paar mit. Hey, joho. Und ab geht's. Jetzt habe ich leider mich verklickt. Ich wollte gar nicht die T-Taste klicken. Habe ich leider doch getan. Okay, muss zusehen, dass ich jetzt hier irgendwie ein bisschen mal was mache. Ich werde aggressiv. Das meine ich jetzt nicht vom Spielerischen her. Ich stehe schon wieder kurz davor, was zu schreiben. Aber ich habe mittlerweile schon ein paar Bands hinter mir hier. Oder Bands, ist ja richtig. Banne, Bands, Metzer von Bann. Ist glaube ich nicht Bands. Ist ja auch egal. Torpedos auf Steuerbord. Holy smokes. Ja, bitte kein Wassereinbruch. Doch. Nehmen wir doch mal alles mit. Ja, warum auch nicht? Verdammte Shit, scheiße. Okay. So eine Runde gibt's auch. So eine Runde gibt's halt auch. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen durchzuhalten. Da kommen gleich nochmal Torpedos, bin ich mir mehr als so sicher. Und ich werde hier verrecken. Mit der Gefechtsleistung von 7 Flugzeugabschüssen und 3 Treffern. Da ich ja nicht weiß, wo dieses scheiß Vieh hier ist. Und bei der Reichweite, ohne entdeckt zu sein, ist es auf jeden Fall ein japanischer Zerstörer. Natürlich, grüß dich. Man sieht, die Anzahl der Torpedos sagt mir sofort, japanischer Zerstörer. Wupp, und ich bin weg, aber wir machen noch eine Runde. Bis gleich. Soho, wir haben eine neue Aufstellung. Ich hoffe, diese Runde läuft jetzt besser, die eben gerade war total scheiße. Und ich komme mir vor wie so ein Prophet, denn ich wusste schon, ich habe im Urin gespürt, den ich noch gar nicht abgelassen hatte, wie das Match für mich ausgehen wird. Und tatsächlich, so hat das sich ja bewahrheitet. Ich habe noch leicht gefachsimpelt mit dem Kollegen, der mich gekillt hat. Weil ich meinte, japanische Zerstörer sind eigentlich der letzte Kack, wenn man gegen sie kämpfen muss. Ich bin ja froh, dass wenn ich einen fahre, dass ich halt die Möglichkeit habe, dann meine Torpedos rauszuscheißen, ohne je gesehen zu werden. Warum ruckelt es hier? Jo. So. Es geht los, okay. Diese Karten hasse ich. Man sollte nicht so schnell vorfahren, denn man muss darauf achten, wie seine, wie die eigenen Kollegen dann gleich reagieren. Mittlerweile ist es ja hier so auf dieser Karte, dass dann die Leute in irgendeine Richtung fahren. Entweder kommen die von links oben, kommen die alle runter oder andersrum. Kotzt mich total an, wenn man hier alleine steht. Und ich denke mir so, okay, wir machen die Seite klar und dann fahren wir rüber oder so. Aber zu dem Match davor, ich habe noch mit ihm gefachsimpelt und er meinte so, was hast du denn erwartet, wenn du da uneskortiert, ohne deine Richtung zu wechseln, da rumfährst alleine? Und dann meinte ich, ich habe meine Richtung gewechselt, aber erst als ich die Torpedos gesehen habe. Und ja, was willst du denn machen, wenn du nur noch 5 Sekunden Zeit hast, die Dinger mitzubekommen? Eben, da kann man nicht mehr allzu viel machen, aber gerade mit 23 Knoten ist man da relativ blöd dran. I am modern. Alles klar. Ach, der hat jetzt schon... Ach, jetzt verstehe ich. Okay, er hat seine Rauchbombe schon... Nebelwand gelegt, alles klar. Ja, also ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe einfach nur gemeint, ja, was hast du denn erwartet? Was hätte ich machen sollen? Ja, der Vorteil von den japanischen Zerstörern ist ja eben die Reichweite. Dadurch, aber deswegen schießt er auch weniger Torpedos ab. Mehr Reichweite, weniger Torpedos. Okay, das wissen wir mittlerweile.
Offensichtlich dreht unser Zerstörer schon ab. Ist mir scheißegal, ich bleib hier, ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Ich hoffe nur, dass sich der Flugzeugträger erstmal für mich nicht interessiert. Ich vertraue zwar auf meiner Flak, aber es ist natürlich schwierig, 4 abzuschießen. Also ich schieße ja selten die komplette Staffel ab, sondern eher so die Hälfte ungefähr. Und bei 6 ist das natürlich schwierig, da hast du immer noch 3, die dich angreifen. Und mit 3 Marinebombern oder Torpedobombern kannst du noch wen wegschießen. Oder wen treffen, so ist das gemeint. So, die fahren eine komische Richtung, wenn man gerade mal auf die Minimap guckt. Ich war irgendwie ziemlich weit außen, aber genauso will ich eigentlich auch fahren, denn... Ja, mit Entdeckungsfeuer, Junge. Denn jetzt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ist auch erstmal unrelevant. Ich hoffe einfach auf ein gutes Match. Selbst wenn es jetzt scheiße wird, heißt das nicht, dass die Kaiser scheiße ist. Denn die Kaiser ist eigentlich ein gutes Schlachtschiff. Ist halt langsam, aber ist halt nichts ungewöhnlich in dem Bereich. Die Japaner sind ein bisschen schneller. Ich muss halt zusehen, dass ich hier ordentlich ziele. Die vernünftige Munition drin habe. Eingeladen habe. Eingeladen, geladen. Ist ja fast dasselbe. Wir haben hier eine Nassau, aber da kommt schon eine andere Nassau. Aber aus der Richtung könnte ich natürlich besser treffen. Ich schätze mal irgendwas um hier so. Könnte einen Treffer geben. 2 sogar. Mann, bin ich gut, Digga. Hier sieht man das Mittelgeschütz. Dementsprechend noch einpendeln. Wupp, da schießt 2 auf einmal. Habe ich verstanden, Digga, aber bringt mir nicht viel. Zumal ich gleich schon wieder drehen muss. Ist die Frage, wer ist jetzt näher? Die sind alle ziemlich nah. Aber manchmal ist das so, einer ist noch näher als der andere. Die Valkyrie. Valkyrie wäre es auf Deutsch. Valkyrie. So, ich hänge in der Endzone fest. Zeit sich zu verpieseln. Aber entdeckt wurde ich auf jeden Fall schon. Also ich werde auch gleich etwas in die Fresse bekommen. Manchmal hat man den Vorteil, dass irgendwie die Kollegen noch, wie sagt man, heißsporniger sind. Und dermaßen schnell vorpreschen, dass man eigentlich in Ruhe, obwohl man eigentlich näher dran ist, in Ruhe noch schießen kann. Das ist eine St. Louis, die würde ich eigentlich lieber erstmal rausnehmen. So, ich spiele ja ohne Aimbot, wie sich das gehört. Ich habe jetzt so viele Berichte schon gelesen über Aimbots hier. Also ich mir denke, dass fast jeder, der immer akkurat reinballert, irgendwie mit einem Aimbot spielt. Aber man darf sich natürlich auch nicht paranoid machen hier. Oder man darf nicht paranoid werden. Einer könnte sitzen. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich mache schon wieder einen Fehler. Ich sollte vielleicht auf ein ganz anderes Ziel gehen. In meiner Vorstellung ist so, dass ich mir denke, okay, das hier ist leichter. Er weicht ja allem aus hier. Mr. Pro-Gamer himself. Jetzt muss aber mal was rein hier. Zack. Da könnte auch nochmal 1, 2, 3 vielleicht sitzen. Einer. Echt einer. Ein einziger. Ordentlich daneben gesammelt. Jetzt ist die Frage, werde ich nervös? Ich glaube, ich bin so minimal nervös, weil ich einfach dieses Schiff rausnehmen will. Ich will unbedingt dieses Schiff rausnehmen. Das war viel zu weit vorgehalten. Es ist natürlich wichtig zu wissen,
Er ist weg. Nicht durch mich, aber immerhin, ich habe mitgeholfen. Torpedos auf Backbord! Ja, das dachte ich mir. Torpedos auf Backbord! Echt, diesen kleinen Kribbeltorpedo kriege ich hier noch ab. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Gut, jetzt bin ich natürlich erstmal anderweitig beschäftigt. Okay. Mein Ziel ist also die Wakatake. Das ist natürlich nicht sonderlich einfach hier mit dem Schlachtschiff. Schießen werde ich trotzdem. Auch wenn ich ihn nicht treffen werde. Abschätzen, wo würde er hingehen? Das wird auch wieder so eine Runde, ich merke schon. Ich überlege gerade, soll die Nassau sich drum kümmern? Ich denke mir die ganze Zeit, soll die Nassau die Scheiße erledigen hier? Aber irgendwie denkt man natürlich, man kriegt es vielleicht noch hin. Das ist eigentlich viel zu beschissen gezielt. Yep. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Sie sind nah, aber immerhin, solange man in Bewegung bleibt, könnte alles noch gut ausgehen. Mir wird die Wakatake nicht ganz so blöd da jetzt durch die Gegend latschen, fahren. Latschen wir rum. Die Frage ist, wann schieße ich? Wann schieße ich? Wenn ich Glück habe, trifft jetzt irgendwie zufällig irgendwas. Wird es natürlich nicht, denn ich habe kein Glück. Ich bin Mr. Unglück himself. Scheißegal, ich muss drehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dank meiner Sekundärgeschütze habe ich den überhaupt erst mitbekommen. Ich hätte gar nicht auf den geachtet, gebe ich ehrlich zu. So, wird Zeit, Mr. Kackfresse hier wegzuschießen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Vielleicht sollte ich mich auf Madame hier konzentrieren, Valkyrie. Und letzten Endes ist es wieder so gekommen, wie es so oft ist. Auf meiner Seite ist gar kein Spieler mehr. Ich muss mir jetzt mit den zwei Drossen hier alleine ein abmühen. Ich bin schon der letzte Spieler. Was sind wir nur für ein Scheiß-Team? Kann man auch mal sagen, dieses Team ist der letzte Dreck. Und ich war Teil davon. Die haben noch so viele Schiffe. Die können locker weg sein, gar kein Problem. Ja, das ist doch, bitte gibt's mir richtig hart. Ich brauche es ins Gesicht, ich brauche es überall hin. Und die kommen in mein Face. Trotzdem, die Kaiser ist trotzdem ein gutes Schiff, aber was willst du machen? Wenn das Team nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich noch schaffe, hier überhaupt einen zu versenken, denn ich fahre Breitseite zu dem einen. Und wenn jetzt hier noch... Oh, da kommt schon die Bomber. Hey, grüßt euch. Aber ihr seht ja, wie die Flakballe hat. Ich muss diesen Brand löschen, aber ich habe zu wenig Leben, um solche Sperenzien hier einfach so auszustehen. Oh mein Gott. Eine Salve wäre ja noch schön. Ehrlich gesagt, ich hoffe, ich komme noch dazu. Ist auch nicht ganz blöd. Dreht sich natürlich immer so, dass ich sie nur frontal habe. Ich meine, die haben gesessen, aber trotz allem, es hat nicht gereicht. Ich wurde zerfickt. Nun ja, Gefechtsleistung. Suboptimal würde man wohl sagen. 18 Zieltreffer immerhin. Basis zweimal verteidigt. Und ich bin dadurch der beste Spieler, denn
Ich war ja am längsten dabei, na, ist natürlich irgendwie logisch. Trotz allem, Kaiser ist ein gutes Schiff. Ich habe damit wirklich coole Runden gemacht. Das ist jetzt wirklich nur die zwei, seitdem ich aufnehme, die zwei hintereinander, die eh so scheiße laufen, ja. Aber lasst euch dadurch nicht irritieren. Ihr werdet doch sowieso, ihr kennt die Schiffe doch alle schon. Keine Ahnung, wahrscheinlich guckt ihr das nur um zu sehen. Ey, guck mal, der Knochen, der hat nichts gebacken, der Penner. Aber auch hier, ne, guckt euch das an. Der Herr hier oder die anderen, Stoll. Name, ey. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst so ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß beim Zocken, was auch immer ihr zockt. Und wir sehen uns beim nächsten Video, welches garantiert der Knaller wird. Das wird besser als, ne, und so weiter. Wenn Jesus wieder aus dem Himmel kommt. So. Also, bis denn dann. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.